Lampengestörten Flashpoint. Und zwar den Heavy Metal Flashpoint. Das große, geile Story-Ding. Jetzt muss ich eben abwarten, bis Twitch auch wirklich sagt, jupp. Der Dude hat jetzt selber angefangen zu streamen. Nicht, dass ich hier alles quatsche. Nochmal aktualisieren. Und. Ah, sehr schön. Mute. Ich bin fast richtig online. Zumindest laut Twitch. Okay, jetzt sagt Twitch wohl, dass ich da bin. Hier noch nicht. Das dürfte sich dann ja gleich vor einem pendeln. Erklärchen. So, wir beschäftigen uns erstmal mit dem, was hier los ist. Keine Text und ohne Text keine Max. Das hatten wir doch schon mal. Ja, die kriegen alle mehr Kohle. Den Flashpoint, den hatten wir. Ach, nicht den Flashpoint. Das Ereignis haben wir schon. Oh, noch ein Ereignis. Ah, ne, Quatsch. Das Ergebnis. Moral erhöht um 4, verliest 1 Million. Bonus von plus 4 Tech-Punkte für 30 Tage. Suchgebus hat die folgenden Texte erhalten. Verlässlich. Und Bullet Trap hat die folgenden Texte erhalten. Gut gelaunt. Sie ist jetzt verlässlich. Dieser Pilot ist bekannt dafür, verlässlich zu sein. Ich weiß auch immer nicht, was es soll. Was das bringt. Na, naja. Aber eben Getränke irgendwo rauskramen. Zip. Dann fliegen wir mal weiter. Ich muss fast hoffen, dass Reparaturen oder Umbauarbeiten anstehen, weil dann profitiere ich auch davon, dass meine Tags besser sind für 30 Tage. Jetzt nur noch für 26. So, unbekannte Herkunft. Flashpoint-Kampagne. Das ist der geile Scheiß, den wir unbedingt haben wollen. Das, was mit dem Heavy Metal Add-on dazu kam. Wo man sich tatsächlich auch für eine Seite entscheiden muss. Oh, das wird so aufregend, oh mein Gott. Einsatzlänge, Mittel aufeinander folgende Einsätze. Nein, Bonusbelohnung, seltener Gegenstand, Tonnagevoraussetzungen, schwer. Das finde ich schon mal gut. Ich kann auch sehr schwer werden. Je nachdem, was so gefordert ist. Schauen wir mal. Commander, ich habe einen wichtigen Auftrag für Sie. Einen Rettungseinsatz an der äußersten Grenze des Randgebiets. Kommen Sie nach Tarragona, dann erkläre ich Ihnen alles persönlich. Kann man hier mal einkaufen? Gibt es einen Laden? Hier ist eigentlich nichts, ne? Oh, mitten im Waldraum Ivo muss eine kleine Shoppingstation sein oder sowas. Das ist nett. Hm, was kann man hier so Schönes kaufen? Okay, nix. Eine Ultra C5. Ja, eine nehmen wir noch mit. Yep, buddy. Die wir noch als neu angesagt, dann kaufen wir doch zwei. Dann habe ich noch keine davon auf Lager. No. Helle Spawn, Granatwerfer, 3,3 Millionen. Den lassen wir aber erstmal noch liegen. Der kam uns ja schon mal unter die Füße. Ich hoffe ja, wenn wir einen Bullshark finden, dass er auch den Granatwerfer mitbringt. Das Artilleriegeschütz. Das One-Shot-Artilleriegeschütz. Okay. Und Rekrutierungshalle. Schauen wir mal, was wir hier noch finden können. What now? Ach, nein, danke. I'm here. I'm here. Yes, Commander. What's up, Commander? I'm receiving you. Nein, nix. Gute. Dann klicken wir uns jetzt einmal in den Flashpoint hinein. Lemmy, grüße ich und sage das Hallo für dich von der Tapete. Passend eingeschaltet für die Flashpoint-Kampagne. Das geile Ding, was mit Heavy Metal reingekommen ist. Schwer. Warte mal. Vielleicht sollte ich noch eben hier was umbauen. Damiel. Damiel taucht nicht im herkömmlichen Chat hier auf. Super. Hab doch noch 8 AK-20 plus was. Hatte nur noch ein Bein. Damiel ist nicht hier. Was, jetzt kommen... Hä? Okay, hier ist irgendein verwirrter Shit am Start. Oh mein Gott, du hast die fertig. Sehr interessant, ja, okay. Ja, das ist auch das, was ich davon erwarte. Dass es sehr interessant wird, weil bei Black Widow und bei dem Bounty Hunter, ich weiß halt, was das für Charaktere sind. Bezüglich der Battletech-Lore. Das macht es halt umso interessanter. Hier, den, da wollte ich doch mal eben dran rumschrauben. Für wen hast du dich entschieden? Für den Bounty Hunter oder für die Black Widow? Ich werde halt die Black Widow nehmen. Ich rüste mir hier mal eben den PubMec um. Dass ich einen Fire Support habe.
Der kriegt zwei Ultra AK-5er und dann massig viele Laser. Keine schweren Laser. Nur zwei AK-5er, aber nur eine Tonne Munition und hier richtig mit Papier und Pappe gepanzert. Der muss sich schon von Lightmax fürchten. So, die Ultras. Warte mal, was? Da habe ich dran vorbeigescrollt. AK. Da Fug oder kommen die dann erst später weiter unten? Ich habe so viele verschiedene Pluswaffen, ne? Das ist echt verwirrend. Da, nein, das ist die LBX. Ey, nur auf Ballistik jetzt einfach. Meine Güte, so schwer kann das doch nicht sein. AK5, AK10, Gauss, LBX und UAK. Eine plus UAK5. Zack und zack. Gut. Dann nehmen wir noch ein paar Laser mit. Diese M-Laser tauschen wir aus durch ein paar plus Medium-Laser. Präzision und Crit, solche Sachen. Ja, das ist schon das Geile da. Vor allem Präzision finde ich bei Medium-Lasern inzwischen mega wichtig. Oh, hier ginge noch eine Support. Da ging auch eine Support-Waffe. Leichte Laser. Extended Range leichter Laser. Plus 10 Schaden. Leichte Laser mit plus 10 Schaden sind generell geil. Leichter Impuls-Laser. Mhm. 45 Damage. Und das für so einen Support-Waffen-Slot. Das ist schon fast pervers geil. Aber wir nehmen einfach ganz easy von Mattel Standard leichte Laser. Wenn es mit der Tonnage passt, das ist ja noch die große Herausforderung. So, Munition. Rutsch. AK-5 Munition. Zack. Es bleibt halt nicht viel übrig für Heatsinks und Panzerung. Entfernungsmesser. Plus 100 Sicht, minus 2 Rückstoß. Reichweitenabzug. Das ist halt auch schon ziemlich geil. Das ist auch für den Uni, war? Entfernungsmesser, Hersteller. Aha. No Spoiler. Ich möchte nur wissen, für wen du dich entschieden hast. Ich möchte keine Spoiler haben. Ich möchte nur wissen, wer dein Herz erobert hat. Die Hitzeeffizienz, die ist einfach fürchterlich unterirdisch. Wir müssen aber die Panzerung hochziehen, ne? Erstmal Panzerung jetzt pushen. Auf den Fire Supporter. Boah, mit Pappe im Rücken gepanzert. Der muss halt einfach was aushalten. Wenn der denn mal direkt Feuer abbekommt, dann machen wir 35 im Moment. Boah, das ist aber auch wenig. Mal abwarten, mal schauen. Erstmal Panzerung hochdrücken und dann kann ich immer noch schauen, ob ich irgendwo, wie, wo oder wie ich wo was reduziere. Wow. Ja, Kopftreffer, dafür muss er auf jeden Fall gewappnet sein. Ach du Scheiße, ey, guckt euch das mal an. Wie viel Schuss hat er da? 35, oh Gott, das ist eigentlich sogar auch sehr wenig Munition, was ich dann jetzt dabei habe. Wir nehmen die beiden Medium-Laser raus. Das geht nicht anders. Der braucht halt einfach noch Panzerung in den Körperteilen. Das geht nicht. Und wir können nur ein weiteres Heatsink verbauen, ne? Das ist echt eine unfassbar kritische Angelegenheit, mal ganz ehrlich. Weißt du was? Anstatt aufs Maximum zu pushen, reduziere ich hier noch ein bisschen. So, jetzt können wir zwei Heatsinks verbauen. Ich habe inzwischen 22 Double Heatsinks. Er kriegt es halt einfach Double Heatsinks rein. Ich weiß, es ist riskant, aber ganz ehrlich, ansonsten kann ich den Mech halt einfach knicken. Er braucht Panzerung. Ja, Dirk Keks, hallo! Mensch, mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Salus, hallo, für dich von der Tapete. Brrr. Wir können auch hier wieder... Oh, hallo, Sexiness. Als alter Romanleser gibt es keine Wahl. Schwarzes Insekt auf Rückengrund. Ja, das ist auch meine Wahl. Da wird für mich die Reise auch hingehen. Na, schauen wir mal. Tonnagenbegrenzung wird halt schwer. Also Heavy Max, wir stecken Rifleman rein. Was haben wir noch? Ready Urion. Catapult Grasshopper. Also da findet sich gewiss etwas. Jetzt lassen wir die Zeit einfach mal ein bisschen rennen. Wusch! Oh, ist das aufregend, wie sich die Argo dreht. Und jedes Mal, wenn der Tag rum ist, dann stockt es kurz. Da, oh, fertig. Hey, cool. Ich habe den Mech zusammengeschraubt. Starten. Oh, jetzt wird's aufregend. Oh mein Gott! Ich bin ein bisschen wuschig, wenn ich daran denke. Es wird halt nichts mit Clan-Tag sein oder so, aber es ist halt... Ey, die schwarze Wimpfe. Fuck yeah!
Nun, Commander Warbus, da sind wir. Am fadenscheinigen Ende der Zivilisation, an den Rändern der Sternenkarte. Danke, dass Sie mir an diesem freudlosen Ort Gesellschaft leisten. Die meisten Söldeneinheiten mit einem gewissen Ruf fühlen sich nicht so weit außerhalb der inneren Sphäre begeben. Tja, ich hab halt nicht so den guten Ruf scheinbar. Das verschafft uns einen Vorteil, Bob. Für genug Geld gehen wir überall hin. Ich hasse dich, so Miremeier. Na, nicht Hass, aber du bist halt schon immer so... Ach, du bist so negativ. Und so... Irgendwie so ätzend in der Art. Damir, grüß dich, ein zartes Hallo. Für dich von der Tapete. Darauf sollten wir anstoßen. Aber leider sind meine Vorräte aufgebraucht und ich kann sie von hier aus nicht auffüllen. Diese Plörre, die auf Tarragona feil geboten wird, ist eine Beleidigung für alles, was auch nur ansatzweise mit Wein zu tun hat. Kommen wir also zu dem Grund, aus dem ich Sie hergebeten habe. Ich habe einen Auftrag für Sie, der schnell erledigt werden muss. Meine Lage ist recht verzweifelt, müssen Sie wissen. Wir verstehen schon, Shugi Yamaguchi. Sagen Sie uns, wen wir hier retten sollen. Und vor wem? Captain Gaku Magurian von Tsubaki Salvage Works. Okay, immerhin. Er ist, ich wollte gerade sagen, immerhin ein deutsches Wort, aber immerhin ein nicht-asiatisches Wort. Ich bin jetzt erstmal mit meiner Oldschool-Lanze unterwegs. Marauder, Archer, Warhammer und Rifleman. Ach, wie geil ist das denn? Ich habe noch nicht genug gespielt, dass ich sagen könnte, ich habe viel. Ich habe halt einen Rifleman und das war's. Marauder, ja, die ganzen geilen Sachen. Ich will sie alle haben, verdammt. Das ist schon sexy. Er ist einem Verbrechersyndikat des Grenzgebiets zum Opfer gefallen und sie müssen ihn für mich finden. Und sie sind höchstpersönlich bis hierher gereist, um die Rettungsaktion zu koordinieren. Dieser Captain muss ja außerordentliche Qualitäten haben. Still, wir brauchen mehr Skill, wir brauchen mehr Skill. Da bist du ja an der falschen Adresse. Oh nein, Miss Meyer. Nach allem, was man hört, ist er abscheulich. Einfach ein widerlicher Idiot. Aber dieser Idiot hat bei einem seiner Ausflüge in die tiefe Peripherie etwas extrem Wertvolles gefunden. Und das Fehler will es haben. Geil, ist das jetzt einfach ein Bug? Das Draconis-Kombinat vielleicht? Weil es rot ist, das Fehler... Ach, okay, Ritter, das Zentrum der Kompetenz ist hier. Kann ich unbesorgt weitermachen. Damir hat wieder von vorn angefangen. Jo. Ich überlege auch immer noch, aber eigentlich, ich will, wenn dann alle Mechs hier in meinem Pokémon-Account haben, ne? Von welcher Art etwas reden wir hier? Es geht um ein Schiff. Allerdings weiß ich nicht, um was für ein Schiff. In dem ISA-Dossier, das ich erhalten habe, ist lediglich die Rede von einem treibenden Schiffswrack unbekannten Ursprungs. Natürlich ist diese vage Beschreibung reine Absicht. Der Geheimdienst von Kurita ist ziemlich gut darin, Informationen zu sammeln. Aber fast schon erbärmlich schlecht darin, sie auch zu teilen. Jo. Übersetzungsfehler. Jo. Das passt. Wir kennen die Art. Ich schätze, ihre Regierung hat sie geschickt, um dieses mysteriöse Raumschiff zu bergen. Sie überschätzen meine Stellung, Doktor. Meine Vorgesetzten wollen nicht mal, dass ich in die Nähe ihres geliebten Wracks komme. Das tut wahrscheinlich weh, oder? Erstmal schön den Finger an die Wunde bohren. Nice. Im Gegenteil, je weniger Mitarbeit meine Vorgesetzten von mir verlangen, desto besser. Ich gehöre hier draußen nicht hin, Commander. Ich verspüre den Drang, mich geistig von diesem Ort zu reinigen. Darum werde ich, sobald mein Auftrag erledigt ist, nach Herodotus reisen. Herodotus? Herodotus? Wie man das im Englischen wohl ausspricht. Wo ich in ein Meer der Laster abtauchen werde. Alles, was ich brauche, ist Captain Magurian. Und da kommen Sie ins Spiel. Verstanden, Shugi Yamaguchi. Wir holen Ihnen Ihren Mann. Aber haben Sie einen Namen für das Syndikat, dem wir uns da stellen? Du meine Güte, das mit dem Lesen schon wieder echt. Ich habe nicht rausgekriegt, wie man die neuen Questen freischaltet, also habe ich gedacht, vielleicht kriege ich das so hin. Damir, ich habe sogar extra ein Video hochgeladen, wo ich beschreibe, wie man diesen Flashpoint findet. Diese Flashpoint-Kampagne, die du jetzt hier live auch natürlich siehst. Und zwar... wait a second. Da geht hier alle nicht so schnell mit der YouTube-Geschichte. Das Video dauert 3 Minuten 39 Sekunden. Das kannst du dir nebenbei schnell reinziehen. Zack, da haben wir's. Wusch. Donnerstag hochgeladen vielleicht oder so? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, glaube ich. Ich habe es nämlich noch rausgefunden. Durch Google. Ne, Freitagmorgen habe ich das rausgefunden.
Okay. Ist das denn wichtig? Es sind nur Kleinkriminelle. Hatten Sie nicht jemanden entführt, der für das Kombinat von Bedeutung ist, wären Sie nicht einmal der Rede wert. Sie wissen es nicht, oder? Nein, ach, das wurde bestimmt in einer der endlosen Besprechungen erwähnt, der nicht ausgesetzt wurde, als mir dieser Auftrag aufgehalst wurde. Aber das war vor 2 Monaten und mehreren Dutzend Flaschen Chalabora. Der hat sich einfach den Auftrag weggesoffen. Toll. Sehen Sie mich nicht so an, ich musste ihn schnell trinken. Hält sich nämlich nicht lange. So ein Schmock, ey. Ja, verstehe ich. Haben Sie überhaupt Infos über die Feindkräfte? Anzahl, Taktik, Bewaffnung? Oh, das brauchen Sie nicht. Das sollte ein einfacher Job für Söldner Ihres Kalibers sein. Marschieren Sie einfach mit Ihren Battlemax ein, schießen Sie, bis sich nichts mehr bewegt und holen Sie Captain Magorin zurück. Das könnte leichter sein. Es ist schön, wie er das beschreibt. Schießen Sie, bis sich nichts mehr bewegt. Also ich mag ihn ja aber schon irgendwie, ne? Den kleinen Schmuck. Dich nicht. Nichts, schätze ich. Wir kümmern uns sofort darum. Das ist Musik in meinen Ohren, Miss Meyer. Kontaktieren Sie mich wieder, wenn Sie Captain Magorion unter Kontrolle haben. Yamaguchi, Ende. Peace, ich bin raus. Wissen Sie, ich hatte ja immer die Vermutung, dass alle unsere Verbindungsleute zu den großen Häusern auf die eine oder andere Weise inkompetent sind. Dass das jemand mal einfach ganz offen zeigt, ist irgendwie erfrischend. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Ach, herrlich. Das ist unser Bob. Warum Bob? Wir werden hier wohl... Vielleicht Job? Bob? Bei Shuro Yamaguchi? Der heißt ja nicht Bob. Bob Yamaguchi? Das wäre ein Scheißname. Wir werden hier wohl blind vorgehen, wie? Sollte ein aufregender Arbeitstag werden. In der Tat. So kann man es auch sagen. Dann machen wir doch mal unsere Mech-Krieger startbereit, Markus. Je eher wir da unten sind, desto eher sehen wir, womit wir es zu tun haben. Ja, ich versuche meine schlechten Leseskills gerade mit Scheiße zu überdecken. Macht's auch nicht besser. Verfügbare Aufträge. Spiel gespeichert. Und wenn es jetzt wieder anfängt zu crashen, dann, keine Ahnung, geh nach Hause. Das mit den Ladezeiten ist gefühlt tatsächlich sogar schlimmer geworden. Obwohl ich auch mein Lager ordentlich entleert habe. Ich habe auch ein paar Mechs verkauft. Bin wieder über 20 Millionen. Was gibt's Schöneres? Ja, ich habe zwischendurch mich einmal eingeloggt und geguckt. So, da Isat. Verhandeln. Wir haben jetzt schon... what? Basis einnehmen. Gibt es hier wohl viele Feindkräfte? 6 zu 27, das wäre aber schon ziemlich... das ist geile Beute. Ich dachte, es gäbe Tonnagenbeschränkungen. Ach nö, dann gehe ich erstmal möglichst schwer rein, einfach einmal. Denn ich habe die King Crab und den Atlas ein bisschen umgebaut. Eine Gauss-Krabbe, weil ich einfach mal wieder haben wollte. Ich habe die beiden Plus-Gauss-Geschütze. Weniger Tonnage und weniger Platz, oder was war das noch? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Und den Atlas habe ich auf Nahkampf umgebaut. Der hat nur 3 Waffen. Und zwei Support-Waffen, 2 Small-Laser also. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das wohl auswirkt. Schadenspotenzial von dem Atlas ist trotzdem Bombe. Da war der Ritter gerade schon sehr erstaunt über diese Snap-Nose-PVCs, wie viel Schaden dabei rauskommt, aber... könnte wohl geil werden. 5x15 oder was hast du gesagt? 5x15, das ist halt echt schon ordentlich. Das dürfte schon sehr geil werden. Mech-Krieger dem Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Ah ja. Die Tipps oben links, man weiß nie, wann man sie lesen soll, wann nicht. Manchmal startet man eine Ewigkeit drauf, es verändert sich nichts. Oder man guckt und dann fängt es an, sich zu verändern. Sie sind zu schnell wieder weg, als dass man sie lesen könnte. Dann bleibt man unten hin, guckt wieder oben hin, steht immer noch derselbe da. Weil dieser Ladescreen einfach so fucking lahm ist. Mal hier Gumpfix oben runterholen. Immer noch großartig zum Miniaturen bemalen. Ah, ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt darauf, ob wir da vielleicht auch schon während dieser Flashpoint-Kampagne, nennen sie es ja. Finde ich sehr geil. Also eigentlich, sie müssen es ja nicht mal eine Flashpoint-Kampagne nennen, sondern halt einfach Kampagnen. Gelöt, was sagt Kinder. Wobei Flashpoint-Kampagne, es geht halt einen Namen und fertig. Ob wir da auch schon auf welche von den neuen Mechs treffen, die wir dann auch looten können.
Hast du auf der Navigationskarte schon die Feder gesehen? Yep, habe ich. Da habe ich genutzt, um 2 Missionen zu machen, womit ich Kohle farmen konnte. Da habe ich aber auch leider noch keinen der neuen Mechs gesehen. Vielleicht, wobei man sollte sich vielleicht auf Missionen mit 4 Atlasköpfen zum Beispiel fokussieren. Da ist so die Grenze zwischen Heavies und Assaults, so dass man ein gutes Verhältnis hat zwischen dem, was man kriegen könnte oder was man nicht bekommt, ne? Laut Isar Geheimdienst befindet sich Captain Garko Magorian in einem der dutzenden Safehouses in der Provinz Alamedo. Wir können aus offensichtlichen Gründen nicht wahllos in irgendwelche Häuser einfallen. Also müssen wir die Liste weiter eingrenzen. Unser unbekanntes Syndikat unterhält angeblich eine vorgeschobene Basis in diesem Missionsgebiet. Diese Basis müssen sie einnehmen, damit Dr. Murat den Mainframe des Feindes nach dem Aufenthaltsort von Captain Magorian durchsuchen kann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir nicht mal wissen, gegen wen wir kämpfen. Tja, kann man wohl nichts machen. Dann ist es nachher eine der großen Söldnereinheiten. Die zeigen eh nur Müll an. Die Filter? Na, je nachdem, was man einstellt. Wenn du Müll einstellst, dann kriegst du auch Müll angezeigt. Aber ich finde das schon praktisch, dass du siehst halt, wenn du nur mit 5 Atlasköpfen halt zum Beispiel eine Mission haben willst, setzt du den Filter darauf und dann weißt du direkt, welche Planeten du anfliegen musst. Finde ich eigentlich ganz nett. Was soll man auch sonst großartig auf der Karte filtern, außer die Sachen, die einem jetzt dazu zur Verfügung stehen? Ach, das wird schön, jetzt einfach mit Overkill da reingehen. 2 King Crabs, ein Stalker, ein Atlas und alles wegmoschen, was zwischen 20 und 55 Tonnen wiegt. Bei 2 Sternen sind auch meistens 3 bis 4 Dinger dabei. Was 3 bis 4 Dinger? Ach, ein Planet, der 2 Sterne hat, hat auch Missionen mit 3 bis 4 Sternen? Ja, habe ich noch nicht darauf geachtet. Muss ich zugeben. Vielleicht geht es in dem Filter dann darum, dass man auf dem Planeten auf jeden Fall etwas mit 2 Sternen findet. Weil es ist auf der Suche nach 5 Sternen, aber da gab es nichts. War dein Skill nicht hoch genug? Jetzt seid mal fertig hier mit Laden. Ich möchte endlich... Ja, danke. Wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen. Command Interface initiated. Okay, Commander. Die vorgeschobene Basis unseres unbekannten Verbrechersyndikates sollte irgendwo da vorne sein. Wagen Sie sich weit genug vor, dann finden Sie sie schon. Ja, und wer weiß was noch. Ich brauche Sie wohl nicht daran zu erinnern, Boss, aber Shugo Yamaguchi konnte uns nicht sagen, was das für Verbrecher sind oder was sie für Feuerkraft haben. Vielleicht nur Fahrzeuge und Geschütztürme, aber ich wette, die trampeln da in Battlemax rum. Ich hoffe! Aber also ich habe mich noch nicht eingehend mit den Filtern beschäftigt, muss ich an der Stelle zugeben. Ich habe nach 4 Atlasköpfen gesucht und wurde für mich leicht overpowered, ja. Aber ich muss diese Max jetzt einfach fahren. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe in diesem Flashpoint, dass es jetzt noch nicht auf irgendwelche Max festgelegt ist. Sie konnten ein Raumschiffwrack auf dem Weg zu seinem Ziel kapern. Ressourcen haben Sie also offensichtlich. Bleiben Sie auf dieser Mission wachsam, Markus. Finger auf dem Abzug und Ihre Lanze sollten Sie das auch sagen. Es ist eine Mission im Feindgebiet. Natürlich wissen meine Leute, dass sie irgendwann wo mal schießen müssen. Da vorne geht's hin. Ups, falscher Knopf. Ja, wir gehen einfach alle zusammen hier rum. Moving out. On my way. Moment. So. Mal schauen, ob das mit dem Geruggel hier ist. Vielleicht weniger. Moving out. Yay! Roger. Ein ECM-Atlas, was sonst? Inzwischen habe ich auch einen Raven, aber bevor ich den Raven hatte, habe ich mir schon 2 ECM-Module insgesamt gekauft. Ein Atlas D eigentlich, aber ist es quasi ein Atlas DDC? Ich habe mir auch als DDC quasi zusammengebaut. Aber jetzt habe ich ihn schon wieder umgebaut, was die Bewaffnung angeht. Miau. Aber ich bin sehr gespannt darauf, die Waffensysteme im Einsatz zu sehen. Der LBX-20 ist da drin und 2 Snapnose-PPCs. Einfach schön nach vorne huschen, die Alien. On my way! Yeah, hey! Was ist das? 50 Tonnen! Oh nein! Und 20 Tonnen! Oh nein! Ich habe eine Waffe in meinem Mac, die wiegt fast so viel wie du.
So, zeig mal, was du kannst. Die eine hat verfehlt, die andere hat einfach den Arm weggefetzt. German North FX. Nils, bist du das? Aber grundlegend erstmal, Zades, hallo. Für dich von der Tapete, schön, dass du da bist. Ich habe die Basis im Blickfeld, Commander. Nehmen Sie sie ein, dann können wir loslegen. Danke für den Tipp. I'm still reading enemy contacts, Commander. You need to secure the area before you can proceed. So, wird das jetzt der Overkill? 30! Insgesamt 50 HP, wenn man interne Struktur und Panzerung zusammenzählt. Wollen wir das? Machen wir das? Na. Nein, bin ich. Ich bin nicht der kleine. Okay. Wegen dem Blick dahinter. Aber schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Bist du vielleicht der große Nils? Okay, nein, ich will mich nicht mit dir über dein Nils unterhalten. So, Ruthless. What's up, Boss? On the move. On the move. Oh nein, kein ECM mehr. Ich bin ja kurz davor wieder, was heißt wieder, hier tatsächlich doch wieder auf Englisch zu gehen. Weil mir fehlt ECM zum Beispiel. Oder halt auch Small Laser, Large Laser, AC-20 anstatt AK-20. Ja, ist alles immer so ein bisschen, das ist ein zweischneidiges Pferd. Wo ist denn hier der 50-Tonner hin? Hat der sich aus dem Staub gemacht? Komme ich hier runter? Ja, ne? Ja, doch, das sieht so aus, wie, als wäre es schon eingängig. Kein Feind mehr in Sicht, ihr könnt sprinten, das ist nice. Move order received. Coordinates received. Coordinates received. Die muss mit dem Kehrweg zusammenkehren. Oh komm, so schlimm ist noch nicht. Oh Gott, was ruckelt das? Hey! Ach so, ich wollte schon sagen, was ist denn hier los? Looks like reinforcements. Und man kann bei dem Zustand nicht mal sagen, wie lange er da wohl schon liegt. Obwohl, er qualmt noch. So lange wird es nicht her sein, dass er zerstört wurde. Freundkontakt. Das Schöne ist, man kann sich ja trotzdem erstmal noch mit seinem Sprint in Position bringen. Moving to position. Ein Flo. I've been sensor locked. Ich habe leider nichts, womit ich den Flo safe headshotten könnte. Machine Guns. Ich habe Maschinengewehre. MGs. Vielleicht könnte ich das damit hinkriegen. Eine PVC und 5 Raketen. Vindicator. So, Mangeras geht, na, müsste, da ist Behemoth im Weg. Behemoth läuft mit hier oben lang. Schön LRM-Hagel auf deren LRM-Mac, mit Laser dazu, piu piu. Ja, die neuen Schmauchsprünge gefallen mir insgesamt leider doch nicht so gut. So, Mangeras, kannst du jetzt ein bisschen besser hier rüber latschen, ja? Okay, noch mit der Gauss. Ja, komm, den Triple G noch mit der Gauss und dann kannst du gleich versuchen, mit den MGs den Flur aufzunocken. Wieder mit einer Gauss-Murmel verfehlt, ne? Munitionsexplosion, Seitentorso, zweifach Pilot verletzt, er stürzt, dreifach Pilot verletzt. Wie viel HP der wohl hat? Mein Zug, Ruthless. Ruthless kann nirgendwo hin. Ach shit, also ist es doch hier einfach nur eine Klippe, wo ich nicht langlaufen kann. Na toll. Das ist ihr Sprint? What the fuck? Ist das. Haben die unwegsames Gelände eingebaut, dass man da Schwierigkeiten hat oder was? Nach unten sprinten kann er auch nicht, ne? Nee. Das ist verrückt. Ei. So, du, die LBX, die, da sparen wir noch die Munition. Aber die Snapnose PPCs. Das machen wir mal. Ah, das sieht schon geil aus. Das gefällt mir.
5 kleine PPC-Strahlen posten ab. Enemy turn. Und was macht jetzt der Flo? Hat der wohl einen Kolbeam verbaut? Ein Centurion, ein Taktiker. Und wieder die 5 Raketen. Ich tippe immer noch auf den Winnicator. Ich bin mal gespannt. Autokanone, Large Laser. Wolverine? Hat der die Kombination drin? Na, oh Gott, da bin ich mir gespannt. Ach, da ist die PPC und 5 Verletzten. Okay, wir werden rausfinden, was es ist, wenn wir direkt davor stehen. Da kann ich auch noch, aber auch noch wirklich gut mitleben. So, Mangiras, schön. So. Enttäusche mich nicht. Müsste schnell gehen. Wenn du den Kopf triffst. Kopftrefferpilot verletzt. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie es ihm geht. Den Flo, den würde ich ja direkt gerne ehren. Es hat, glaube ich, nur einer getroffen. Ein Schuss davon. So, du kannst ihm Cent noch zusetzen hier mit deinem LRM. Ja, diese neue Rauchspur, die stört mich inzwischen doch. Die verdeckt einfach viel zu viel. Mein Zug. Ja, Commander. Ruthless, du hängst immer noch da hinten fest, ne? Sprinte. Roger. Ey, was ist da los? Was hast du? Was ist, hast du für ein Movement Arch geteilt? Stein? Beweglich wie ein Stein. Yay. Commander? Commander? Warte mal, wenn du normal gehst, ne, dann müsstest du vielleicht bis hier mit den Snaps auch drauf. Yo. Roger. Tango down. Tango down. Sehr zart. So, was macht er? Was macht der kleine Flo? In den Rücken, der kleine Drecksack. Ein guter Move. Ja, ja. Wir kümmern uns drum. Keine Sorge. Das ist alles eigentlich ziemlich egal, was von da hinten kommt. Der Flo, der ist gefährlich. Ja, der ist nicht gefährlich, aber den will ich haben. Ob ich direkt in der ersten Mission auch noch einen der neuen Mechs abgreifen könnte, das würde mich überaus glücklich machen. Das geht alles sehr entspannt vonstatten. Mein Zug. Good to go. Behemoth. Ja, du gehst mal nach vorne, kannst direkt den nächsten spotten. Ein Enforcer. Ja, da kannst du einfach so aufhalten. Ausweichen verloren. Okay. Mangiras. Würdest du bitte... Light Laser, Medium Laser, Flamer, Machine Guns. Cold Shot auf den Kopf. Ah, das war nur der Seitentorso, du Vollidiot. Commander? Und du kannst von da aus nicht, auf, nur, nicht mit dem Machine Gun schießen, ne? Doch, okay. Das ist so traurig. Wir nehmen einen Medium Laser mit dazu, vielleicht trifft er ja aus, was ihm zufällig den Kopf. Ne, jetzt war der linke Arm. Und das linke Bein. Ne, der linke Torso. Kopftreffer, Pilot verletzt, linker Torso zerstört, Pilot verletzt. Wie geht's denn deinem Stalker? Ach komm. Ja. Panzerung ist nicht mehr so viel, aber die interne Struktur, die nur zur Verfügung steht, damit verkraftest du es auf jeden Fall. Du sprintest jetzt mal nach vorne mit deiner ECM-Bubble. Alright, full speed. Full speed. Mhm. So, was macht der Flo? Es war jetzt nicht so beeindruckend, muss ich zugeben. Achso, das war noch gar nicht der Flo. Jetzt weiter auf den Stalker. Okay, der hat sich zumindest auch auf ein Ziel eingeschossen. Das ist KI-technisch gar nicht mal so schlecht. Vor allem weiterhin immer schön ein Assassin. Neat! Geil, 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 geil!
Ihr müsst mir jetzt echt mal hier den Vindicator, das ist uninteressanter, nutzloser Schkack. Schkack. Ruthless. Ihr müsst mir echt mal jetzt den Floh. Oh nein, sie kann ihm nicht ins Gesicht schießen. Dann ist diese Aufgabe jetzt wie für Mangiras. Mal wieder. Die Moral, die geht fast gar nicht runter. Ich benutze die ganze Zeit die Cold Shots. Oh, der Mech, der wird sowas von dermaßen jetzt leider zerstört werden. Oder wir nehmen ihm ein Bein ab. Das ist eigentlich auch schon zu viel Damage für das Bein, ne? Das ist vielleicht eine. Im Weg gehen runter auf zwei. Oh! Ich suche daneben. 3x5, 15 Schaden pro Machine Gun. Also ich hätte jetzt eigentlich fast drauf gewettet. Good to go. Ruthless. Ja, dann halt so. Meine Güte. Man kann es mir aber auch ruhig mal ein bisschen einfach machen, ganz ehrlich. So, Cold Shot. Ein HP hat das Bein noch. Das hat 15. Rechtes Bein, rechter Torso, kampfunfähig. Nice. Das dürfte jetzt gut gelaufen sein. Das müssten eigentlich alle drei Teile für den Locust sein. Nice. So, und du, mein Freund, du gehst jetzt nach vorne. ECM, fetter Assault, Kugelfang, gib ihm. Zum Beispiel mit dem Enforcer. Wobei, den kannst du eigentlich auch. Ja, mit der LBX. Zu viel Streuung eigentlich auf den Fendig. Aber ich muss es mal sehen. Schade, es hat geruckelt, dass man es nicht so gut sieht. Kopftreffer. Behemoth. Standing by. On the move. Leichte interne Schäden am Rücken. Hier, der CT ist auf. Den kannst du brizeln, aber locker. Es sei denn, der Damage kommt jetzt mehr von der Seite rein. Ah, dicke Arm zerstört. Da ist okay jetzt. Was auch immer das war. Die Waffe hat er nicht mehr. Die PPK hat er noch, die sie zum rechten Arm. Ah, jetzt können wir moschen gehen. Moschen. Jetzt können wir Moschus gehen. So. Alle Waffensysteme wieder reaktivieren. Dick, 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 dick. Dual Ghost, zeig, was du kannst. Boy, wartet mal. Ich muss dieses automatische Kampfsequenzen vorspulen. Und wieder rausnehmen. Ich möchte das zwischendurch auch mal langsamer genießen können, wenn irgendwelche Gegner in India gemäht werden. Merde. Grand Malheur de la Kack. Kampf beschleunigen im Einzelspieler. Nein. Speichern. So. Und jetzt kannst du hier mal auf ihn ballern. Feuer frei. Oh, richtig schön in den Center gesammelt. Meine Güte. Und so sieht das im Moment jetzt tatsächlich eigentlich noch netter aus, als dieses vorgeruckelte Schnelle. Auch wenn ich immer ungeduldig bin, wenn viel von den Gegnern geballert wird und so, aber ganz ehrlich, das ist so viel schöner, wenn man das in Ruhe sieht einfach. Bullet Trap. Du bist bereit für Befehle, das finde ich gut. On my way. Stampf, stampf, stampf. Ganz bedrohlich, der steht so hinterm Stein, man sieht den Kopf zwar nicht, aber trotzdem die fetten Atlas-Schultern und dann kommt er hinter dem Stein hervorgelatscht. Oh, das ist einfach nur so ein richtiges Fuck. Confirm. Fire. Das gefällt mir. Und der Assassin kommt näher. Der kommt von alleine zu uns geflogen. Na du? Nicht du, verdammt. Der Assassin, den meine ich. Den würde ich auch gerne, ich würde sie gerne looten. Move into position. Mmh. 20%ige Trefferwahrscheinlichkeit im Kopf. Haben beide Autokanonen gerade verfehlt? Oder wie habe ich das? Das ist... Oh mein Gott, es ist nur ein... Laser ins Ziel gegangen. Das ist tatsächlich fast schon peinlich. Streicht das aus eurem Gedächtnis, das werde ich auch rausschneiden.
Nein, natürlich nicht. Ey, aber so eine erfahrene Pilotin, ne? Da kann doch bald nicht angehen. Und der Enforcer, er stellt sich dahin und schießt nicht, oder wie? Das sieht geil aus. So richtig, jetzt hier speedy-mäßig unterwegs, ne? Das gefällt mir. Vorgebeugte Haltung beim Rennen und so was. Nice. So, von welcher Seite beschießt ihn? Von vorne? Mhm. Wir versuchen es mal mit dem Kopf. Ohne die Gauss. Ohne eine Gauss. Nur eine. Das war nichts, hier müssen wir auch langsam Stück für Stück runterarbeiten. Oh mein Gott, der hat tatsächlich nicht mehr sonderlich viel im Kopf. Der hat nicht mehr viel im Kopf. Der ist wie der Streamer, den ihr hier beobachtet. Der hat nicht viel im Kopf. So, ECM geschützt. Cold Shot. Ohne AK-20 der CT. Wie geht's ihm? Ja, wir versuchen's. Kopf zerstört! Booyah! Ja, den können wir auch komplett looten. Nice! Darky Liney, grüß dich und zartes Hallo für dich von der Tapete. Falls du dich fragst, wer die Tapete ist, hi. So, Behemoth, du bist jetzt so wieder ein bisschen runtergekühlt, ne? Du gehst mal hier in eine schöne Feuerposition. Ein bisschen weiter weg. So weit, fast so weit, wie es geht, innerhalb der ECM-Bubble. Kopflose Sache, das ist in der Tat. Das ist das neue Heavy Metal DLC. Hier am Boden, da siehst du ihn eigentlich sehr gut. Vollkommen gut zu erkennen, das ist der Assassin. Und es ist jetzt der Flashpoint-Kampagne, also das Story-Ding, was mit Heavy Metal dazu kam. Und ich habe, wenn es gut läuft, jetzt zwei neue Mechs aus der Heavy Metal-Riege. Haben wir geschaut, in meinem MAME-Kleider ist dort dieser Flashpoint nicht verfügbar. What the fuck? Was? Das ist scheiße, Damiel. Und du hattest auch schon ein, zwei Missionen gespielt, ne? Eigentlich muss der da sein. Ganz unten am Rand auf der Sternenkarte. Dass er nicht da ist, ist in der Tat sehr seltsam. Und echt schade. Scheiße. Du bleibst einfach da stehen, wo du bist. Vielleicht ohne die Snaps, ohne Kurzlauf PPK, nur die RBX 20. Und bumps. Eine Stunde. Fällt er um? Fällt er um? Mission. Oh, scheiße, ey. Der Heavy, der Assassin. Der so in der Gesamtheit betrachtet mit den 8 neuen Max, das sind schon, ne? Eine andere Farbe. Wo ist Fraba? Eine andere Farbe, ich weiß. Dumm. Aber Heavy Metal Tech hast du in deinem Main-Account ja gefunden, ne? Den löschen wir einfach aus, oder? Overkill! Leopard im Anflug, Commander. Ich werde gleich landen. Alles erledigt. Nice! Ich flieg mal in die Richtung. Sind ja nur 53 Tage. Ja, es tut mir aber echt leid, dass du es da nicht findest. Das ist echt scheiße. Und unverständlich. Jetzt muss ich nur noch die Basis einnehmen. Hey. I copy. Mein Weg ist mit Leichen gepflastert. Guck dir das an. Hier überall, da laufen, wenn ich langlaufen, da sind überall tote Mechs. Alles richtig gemacht. Ja, ich bin einer von den Guten, definitiv, ey. Unwegsames Gelände. Jetzt wäre es ja eigentlich schön gewesen, einen relativ schnellen Weg dabei zu haben. Okay, ach nee, Quatsch. Echt, man muss ganz hier hinten rumrennen. Ach, Alter. Oh, der nächste Mech, den ich umbaue, der nächste Assault, der bekommt Jump Jets. Meine Fresse. A Bullet Trap im Atlas, das ist so ein richtiger Sprinter. Hab derzeit 3000 Tage hinter mir im Spiel, vielleicht schon zu viel? Nein, eigentlich nicht. Wenn du über 9000 Tage hättest, dann wär's, dann, vielleicht wär's sogar ein Achievement. Over 9000! ECM. Ja, yeah. Genau. Diese Schildkuppel ist ECM. Hier auf Deutsch, in der deutschen Synchro heißt es EGM, elektronische Gegenmaßnahme. Kennst du ECM, Darky Liney? Wenn nicht, dann würde ich es kurz erklären. Moving out. Bullet Trap dreht sich. Kennst du nicht. Okay, das ist elektronische Gegenmaßnahme. Das ist halt, das stört die gegnerische Zielerfassung.
Die Max, die unter der Kuppel sind, du siehst ja auch, die sind, da sind ja nur eher Schemen, als dass man richtig die Max sieht. Die sind für Long-Range-Missiles zum Beispiel nicht zu erfassen und indirektes Feuer ist nicht möglich, wenn man sie dann irgendwie halbwegs sieht und sowas. Das ist ganz nett, muss ich sagen. Wir haben neue Feindkontakte auf dem Feld, Commander. Die bewegen sich in ihre Richtung. Geil, noch mehr Sachen abschießen. Eingehende Übertragung. Valentin Irospo Haas. Hey, Söldner, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr solltet euch schnellstens von ihr verpissen. Nicht so unhöflich, Alter. Wenn euch euer Leben lieb ist. Ihr habt ja keine Ahnung, mit wem ihr euch da anlegt. Vielleicht hast du keine Ahnung. Wobei, eigentlich müsst ihr eine Ahnung haben, womit es zu tun hat. Der Kingcrab mit Dual Gauss zum Beispiel. Da würde ich mir schon in die Hose machen. Richtig, wissen wir nicht. Wären sie so nett und weihen uns ein? Da hat er recht. Diese ganze Operation wird von der Baumann Group überwacht. Ich und meine Leute, wir sind nur Piraten. Kleine Fische im großen Teich. Aber ich sage Ihnen, legen Sie sich nicht mit Notger Baumann an und Sie sind erledigt. Legen Sie sich mit ihm nicht, legen Sie sich nicht. Naja. Danke für die Warnung. Und übrigens hat alle Max, die hier in der Bubble stehen, die sind halt von dem ECM geschützt oder EGM. Feinde können mit Sensor Lock das Ganze kontern. Es gibt auch jetzt die Beagle Active Sonde, damit kann man das auch kontern, also für einzelne Max jeweils. Und wenn ein Max hier in der Bubble drin steht von den Gegnern in dieser Schildkuppel, dann ist es auch der Fall, dass er hier alle sehen und anvisieren kann. Danke für die Warnung, aber wir gehen das Risiko ein. Sichern Sie die Basis, Commander. Eliminieren Sie alles und jeden, der sich Ihnen in den Weg stellt. Fertig! Das hat geklappt, Commander. Die Basis gehört uns und ich bringe Fahrer rum, um sich ihren Mainframe anzusehen. Gute Arbeit. Ich habe noch nie erlebt, wie sich eine Einheit so enthusiastisch ihr eigenes Grab schaufelt, wie sie es gerade getan haben. Sie sind jetzt übrigens alle tot. Von Notker Baumann hört... Wenn Notker Baumann hört, was Sie getan haben... Ja, ja, schon verstanden. Geben Sie mir einen Augenblick, Ihre Übertragung zu unterbrechen. Und fertig. So, das ist besser. Zwischendurch ist sie ja auch ganz witzig und cool, aber manchmal ist sie so... Oh, immer nur Geld und Auftrag und... Ich weiß nicht, es ist ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Sumire Meyer. Miss Meyer. Wohltuende Stille. Naja, ich jedenfalls freue mich darauf, endlich die Computersysteme der Baumann Group in die Finger zu kriegen. Wollen wir Wetten abschließen, was ich darauf finden werde? Geil, erstmal noch ein bisschen in der Scheiße graben. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, Captain Magurians Koordinaten zu finden, Doktor. Shugo Yamaguchi bezahlt uns nicht stundenweise. Das stimmt allerdings. Aber ein bisschen Spaß kann sie ja nicht schon haben, ne? Wir haben ja eh nichts zu befürchten. Sie kennt echt keinen Spaß, Erster Offizier. Aber ja, ich kümmere mich gleich darum. Murat, Ende. Mission erfolgreich. Aufeinanderfolgende Einsätze? Nein. Und was kommt jetzt? Ein aufeinanderfolgender Einsatz. Bam, bam, bam. Vielleicht ist es ja auch buggy und da steht immer aufeinanderfolgende Einsätze. Nein. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder mit diesen elendig langen Wartezeiten kämpfen, ne? So, Auftragsbeteiligung um 10% Höhe. Da kommen wir glatt auf 70.730 Siebels. Junge, Junge, Junge. Bisschen Schaden im Rücken. Ein Schaden. Ein Health Point im Center hat's abgezogen. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlecht für einen Flo. Wir sind einfach gefährlich, die Flo-Piloten. Assassin. Ratatatata. Flo. Ja. Es sind... Vier Flohteile da? Das muss ein Bug sein. Das ist weird. Ja, aber gut, ich habe einen Assassin und einen Floh. Zwei der acht Mechs aus Heavy Metal. Zwei der insgesamt zehn Mechs, die mit Heavy Metal und dem Update 1.8 an den Start gingen. Ach, das macht mich glücklich. Sehr gut, geile Beute. Bestätigen. Blip. Wir kriegen noch einen Centurion-Teil, einen Enforcer-Teil. Und ein Winnie-Kette-Teil. Eine Autokanone, Flammenwerfer, schwere Laser, Langstreckenraketen, Medium-Laser, PPC, leichte Laser, Kurzstreckenraketen, Heatsink, Stammjets. Mensch, ein richtiges Arsenal. Damit könnte ich einen Krieg losbrechen. Bis ich dann auf jemanden treffe, der mehr und bessere Waffen hat und so. Aber na, bis dahin würde ich eigentlich ganz gut dastehen. Jetzt bin ich gespannt. Erzählt mir mehr. Vielleicht hat Murat ja aber auch irgendwas Geiles tatsächlich in den Computerdaten gefunden. Zu diesem Wrack im Orbit. Nicht im Orbit. Da in der Nähe halt, ne? Da, wo auch immer wir sind. Am Arsch der Peripherie.
Das föderanische Commonwealth, das von Haus Steiner geführt wird, war einst nur ein Zusammenschluss aus verschiedenen Wirtschaftsbündnissen. Auch heute erfreut sich das Commonwealth noch an seinem unfassbaren Reichtum. What the fuck, ich bin dort angekommen und nun wird mir das doch angeboten, obwohl es in der Sternkarte nicht zu sehen ist. Oh, echt jetzt? Zum einen scheiße, dass das nicht angezeigt wird und zum anderen geil, dass du es halt doch hast, Damir. Also den Bug sollte man ja direkt mal reporten. Wenn du die Zeit hast, kannst du ja eben diesen Bug-Report schreiben an HBS. Weil das ist, das ist sogar richtig mies. Deshalb haben viele im Forum, im Paradox-Forum, im Battletech-Abteil halt, da sind viele Leute schon so, wo ist denn das? Wenn's halt auch nicht. Bei dem FLIR FLE-15 handelt es sich um einen kleinen Mech mit einer Feuerkraft auf kurze Distanz, die für seine Größe gut ist. Er bewegt sich schnell und ist sehr schwer zu treffen, selbst im Vergleich zu anderen leichten Mechs. Seine Rüstung lässt natürlich sehr zu wünschen übrig. Natürlich, natürlich. Der ASN-21 macht seinem Namen alle Ehre. Zumindest gegen leichtere Einheiten. Neben seiner Geschwindigkeit am Boden und seinem flexiblen Waffenpaket verfügt er auch über erstaunliche Sprungkraft. Allerdings ist er für sein Gewicht nur spärlich gerüstet und eignet sich damit am besten für Rein- und Rausangriffe. Ey, ich habe einen Enforcer fertig. Komm, den lesen wir auch noch vor, wo wir gerade dabei sind. Das Modell Enforcer 4R vereint eine durchschlagskräftige Autokanone mit einem gigantischen Laser und der Mobilität von Sprungdüsen. Eine tödliche Kombination. Diese Mechs sind auf jede Distanz brandgefährlich und äußerst flexibel, was sie im Kampf auch für den Feind unberechenbar macht. Unsere Krieger sammeln Erfahrung. So, du wirst eingelagert. Ich muss dann nochmal ein bisschen durchsortieren die Tage, dass ich ein paar von den Heavy Metal Mechs auch hier im Hangar rumstehen habe. Man will sie auch einsetzen, ne? Wenn Dr. Murat die wiederhergestellten Daten richtig interpretiert hat, wird Captain McGoran irgendwo unter den Ruinen von Neu-Vulki in einem Safehouse gefangen gehalten. Toll. Bitte erklären Sie uns alles Weitere, Dr. Murat. Aber natürlich, anhand der Daten, die ich extrahieren konnte, befindet sich Captain McGoran aktuell in Gewahrsam der Zeta-Lanze. Soweit ich sehen kann, sind sie sowohl die Problemlöser der Bauman Group, alles äußerst disziplinierte ehemalige Soldaten der großen Häuser. Wenn Notka Baumann will, dass etwas richtig gemacht wird, greift auf diese Gruppe zurück. Sie sind kompetent, verstanden. Was sonst noch? Die Zeta-Lanze hat Captain McGoran alle paar Tage von Standort zu Standort verlegt. Ich habe seine aktuelle Position nicht, aber ich konnte die Standardpatrouillenroute der Zeta-Lanze finden. Wenn sie deren Mech zerstören und mir Zugang zu ihren Kampfcomputern verschaffen, könnte ich ihren Weg nachverfolgen, um Captain McGoran zu finden. Nichts leichter als das. Dann ist das unser Plan. Wir ziehen los, finden die Zeta-Lanze, folgen ihrer Spur dann zu Captain McGoran. Gute Arbeit, Doktor. Klingt, als hätten wir einen Plan. Hat noch jemand was hinzuzufügen? Ja, ich. Ich habe in meiner Freizeit etwas herumgeschnüffelt, was Notker Baumann und seine Organisation angeht. Wie sich herausgestellt hat, sind sie quasi fast schon die alleinigen Betreiber des Schwarzmarkts. Die Hälfte aller Schmuggelgüter, die in den zwielichtigen Anlaufhäfen im Randgebiet gehandelt werden, wurden von der Baumann Group geliefert. Und sie wollen auch sicher auf irgendwas hinaus. Sie erinnern sich an all diese seltsamen neuen Waffen, die seit kurzem den Markt überfluten. Raten Sie mal, wo die herkamen. Sie glauben, die kamen vom Wrack? Das klingt irgendwie logisch, aber wie? Wenn das Schiff bis zur Oberkante mit hochmodernen Waffen vollgestopft ist, wer hat es dann überhaupt dahin geschafft? Ich habe keine Ahnung, Sumire, aber wenn Darius recht hat, dann ist das keine einfache Rettungsmission. Dieses Schiff ist wichtig. Bei den Waffen muss es sich um Lostec handeln, aber einige davon, wie der Coilbeam, tauchen in den historischen Einträgen des Sternenbunds überhaupt nicht auf. Zumindest soweit ich das sehen kann. Wir müssen dem nachgehen, Darius. Ich muss mehr darüber herausfinden. Da hast du recht, das ist geil und sexy. Neue Waffen. Ich hätte nichts dagegen, mir herauszufinden, Doktor. Verdammt, da ist bestimmt Geld zu holen. richtiger Söldner. Aber wir wurden angeheuert, um Captain McGoran zu retten. Das muss unser Hauptaugenmerk bleiben. Aber falls wir einigen dieser Antworten begegnen sollten, die sie suchen, werden wir ihnen natürlich absolut nachgehen. Dagegen kann man nichts sagen. Und jetzt erledigen wir unseren Job. Die Zeta-Lanze wird nicht den ganzen Tag auf uns warten. Wie immer korrekt, Markus. Machen wir uns startbereit. Na komm, Darius. Hopp, hopp. Hör auf zu starren und mach ein bisschen Bewegung in die Kiste hier. Unbekannte Herkunft. Ratatatata. Verhandeln. Ich könnte entweder auf 1 Million Siebels gehen oder auf 6 zu 27 Beute. Vielleicht winken noch wieder 2 Heavy Metal Max. Keine Beschränkung. Schwierigkeit 2 Sterne.
Ja, ich gehe weiterhin mit dem Overkill rein. Ich muss. Bei der Zeta-Lanze, da das Profis sind oder so, könnten es vielleicht Heavies sein. Was bedeuten würde, ich könnte vielleicht einem Archer begegnen. So als Beispiel. Oder halt einem Marauder oder Warhammer. Und die beiden Kingcrabs, das sind halt auch meine, das sind für mich D-Max, um Cockpits rauszuballern. Der Atlas mit ECM ist halt einfach geil, vor allem im Nahkampf mit den Snapnose-BBCs. Und der LBX-20, der bumst alles weg. Ja, und dieser wunderschöne LM Fire Support Stalker. Ey, was soll man dagegen noch sagen? Wenn die Kampagne durch ist, oder wenn es sich anbietet, dann nehme ich Max die mit der Tonnage auch besser passend zu dem, was da los ist. Na, vor allem, wenn ich eine Lost Tech, ach nicht eine Lost Tech, eine Anziehenlanze habe. Ach, was wird das schön. Die Blickrichtung ist entscheidend. Die am wenigsten beschädigten Teile deiner Panzerung sollten immer dem Feind zugewandt sein. Das ist korrekt. Ah, das wird schön. Bin gespannt, was es jetzt für Max gibt. Das müssen, wenn das so durchläuft, dann gäbe es in dieser Mission halt auch zwei von den Heavy Metal Max. Ihr müsst mir die Daumen drücken. Ich will die unbedingt haben. Es wäre cool, wenn es keine Rifleman wären, sondern ein Archer und halt ja, Marauder oder Whammy wird es dann wahrscheinlich gehen, wenn man sich entschieden hat, welche Richtung des Flashpoints man weiterführt. Also ein Archer und ein Vulkan kommen dann jetzt. Eine Kampfmission. Die Zeta-Lanze hat Captain Magorian vor 2 Tagen aus der Alamedo-Provinz herausgeschafft. Sie halten ihn in einem Bunker irgendwo unter den Ruinen von Neuvulke gefangen. Eine Stadt, die 2977 einem atomaren Unfall zum Opfer fiel. Greifen Sie die Zeta-Lanze an und zerstören Sie Ihre Mechs. Wenn Sie fertig sind, suche ich mir die Koordinaten des Bunkers aus deren Computern heraus. Hoffen wir, dass das letzte Hindernis war, bevor wir diesen Typen finden. Ja, gerade mein Spitzenpilot verloren. Neuladen und akzeptieren. Also ich würde akzeptieren, weil ich mir das aber auch vorgenommen habe. Tote Piloten sind halt tot, da wird nichts neu geladen. Also generell Neuladen eigentlich fast gar nicht. Und Max, wenn sie halt im CT hochgejagt wurden, obwohl man sie danach eigentlich wieder reparieren kann, die sind dann auch weg, werden verkauft. So habe ich zum Beispiel meinen Sternmotorländer verloren. Es kommt darauf an, was für Regeln du dir gesetzt hast. Und Verluste gehören ja eigentlich irgendwo mit dazu. Das finde ich hier bei Battletech gerade eigentlich ganz gut gemacht. So dieses Verhältnis zwischen belohnt werden und zwischen auch mal was verlieren. Mal verkacken. Man ist es ja eher gewohnt, dass man die ganze Zeit eigentlich nur gewinnt, dass alles toll läuft, dass alles gut läuft und sowas und dass man immer neu laden kann. Und hier, das ist... Oh Gott, also ich kann diese Entscheidung nicht für dich treffen. Nicht für dich treffen. Dann werde ich jetzt kurz weinen und weitermachen. So ist's recht. Ja, ich habe auch meine Lieblingspiloten verloren. Ist Glitch. Relativ am Anfang und ich fand Glitch eigentlich sehr cool. Die Art von der einfach. You get a headshot and you get a headshot. Ja, die ist fröhlicher einfach. Ich feiere Glitch mega. Die ist gestorben. Und dann hatte ich kurz darauf allerdings Glück. Ich habe eine Pilotin gefunden, die sich halt auch wie Glitch anhörte. Die sah nicht komplett aus wie Glitch, aber sie sah auch fröhlich aus und so, hat halt genauso geredet wie Glitch. Spentia, mein toller Glitch-Ersatz. Sie ist auch gestorben. Es war ein trauriger Tag. Aber ich habe sie behalten. Laser Vomit. Ja, erstmal herzlichst willkommen und alles hallo für dich von der Tapete. Laser Vomit. Also du kommst auch noch von der MacWarrior Online-Riege, wa? Du hast Glitch verloren, bevor du gepeilt hast, jemand ejected. Oh, das ist scheiße. Und mega ärgerlich. Gerade Glitch ist halt eine... Wobei, oh, wie hieß denn noch der Typ mit der dunklen Gesinnung? War das Medusa? Ich glaube, das war Medusa. Are those trees? Sind das Bäume? Habe ich gefeiert. Den habe ich leider aufgenommen. Das fand ich auch einen herben Verlust. Das war so der Counterpart zu Glitch. Aber durch seine stumpfe, trockene Art war das halt schon auch wieder sehr witzig. Die Zeta-Lanze sollte direkt voraus in Commander. Die sind... das ist seltsam. Was gibt's, Meier? Meine Sensoren haben ein seltsames Signal von einem Objekt im geosynchronen Orbit empfangen. Ganz kurz, es war da, aber dann... Moment, ich habe unsere Ziele im Blickfeld. Die Zeta-Lanze ist in Bewegung, und zwar in unsere Richtung. Krrr, eingehende Übertragung.
Mangeras Marauders, sie sind gekommen. Großer Fehler. Mr. Baumann will ihren Kopf und wir werden ihn bei ihm abliefern. Meine Güte. Ich habe so viel getrunken, ich muss dringend pullern, aber mein Mund ist futztrocken. Ich weiß nicht, wie das richtige Streamer machen. Die professionellen Leute, wie halten die ihren Mund feucht? Und ja, ich weiß, Zuckerwasser verklebt im Mund tendenziell noch mehr. Aber ich muss noch mehr Flüssigkeit reinkippen in diesen Körper. Was für ein Zufall! Wir sind auch wegen ihren Köpfen hier. Hoffentlich hat er das auch so gedachte Art und Weise von dem Storyschreiber auch so gesagt. Ach hey, Mensch, wie schön. Also dann an die Arbeit, Commander. Machen Sie ihn die Hölle heiß. Wenn Sie fertig sind, sammeln wir Ihre Kampfcomputer für Dr. Murat ein. Ready for action. Fup, das ist geil. Mit einem Krachen erwacht das ECM zum Leben. Juhu! Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen und eure Max zu looten. Move into position. Das ist immerhin noch recht motiviert. Oh, guck mal, eine Stadt im Hintergrund. Hallo. Oh, das sind Ruinen, oder? Oh mein Gott, wie geil finde ich das denn? Ganz ehrlich. Das ist cool. Moving out. Ja, Kontakt ist okay. Und Brumm! Wurde Trap mit dem Atlas relativ in der Mitte, damit wir schön unsere ECM-Bubble haben. 55 Tonnen, 20 Tonnen, 35, 40. Und die drohen mir. warte mal, warte rechts noch was? Landungskapseln im Abflug, Commander! Wer hat sie gestartet? Hat die Baumann Group ein Landungsschiff im Orbit? Oh mein Gott! Vielleicht ist das. Das sind der Max von dem Wrack. Und die haben ein Landungsschiff von dem Wrack losgeschickt mit dem Max, die sie da drin gefunden haben. Die droppen jetzt da. Bestimmt, oder? Da! Negativ. Ihrer Flugbahn nach sind sie von einer Plattform im Orbit gestartet, die unsere Sensoren als Weltraumschrott markiert hatten. Meine Auswertungen zeigen, dass sie komplett unbemannt und mindestens 300 Jahre alt ist. Wow. Das habe ich jetzt auch gemerkt, Lemmy. Ach, ich bin ein bisschen zu euphorisch vielleicht. Ah, ich freue mich hier gerade aber über alles. Das ist so geil. Und ausgerechnet heute muss ich relativ zeitig ins Bett, weil ich morgen einen langen Tag vor mir habe. Einen langen Tag mit viel Autofahren. Und da will ich auch relativ wach sein. Relativ unmüde. Damit wäre es ein Relikt des Sternenbundes. Summiere, bitte senden Sie mir umgehend diese Ergebnisse. Schon dabei. Ich markiere das voraussichtliche Einschlaggebiet der Landungskapsel nur auf Ihrem Bildschirm, Commander. Ziehen Sie den Kopf ein. Gegnerischer Zug. Locust! Juhu! Bist du etwa in der ECM-Bubble? Nee. Ach, die haben hier selber eine ECM-Bubble. Da ist ein Raven dabei. Okay. Da, der Raven 96. Warning. Enemy sensor lock detected. Na, hat da jemand seine Beagle-Sonde aktiviert? Ein Kind da hoch. Und ein Vulkan! Oh! Also da war mein Spekulatius aber schon hervorragend. So. Bullet Trap. Ich würde sagen ECM gegen ECM. Ne, geht nicht. Okay. Mangeras, King Crab. Das ist jetzt doof, dass ich nichts habe, um das zu kontern. Well, warte mal, sprinte mal rein. Wir stehen ja eh nur doof rum. Dann hast du sehr viel Evasion. Ah, das ist so wesentlich angenehmer. Dieses Vorgespulte ist zu hektisch und mit zu vielen Störungen einfach übersehen. Ne? So. Oh, das ist schon wesentlich mehr Sexappeal. Das hätte ich eher machen sollen. Mit jemandem rein sprinten in die ECM-Bubble. Das sind sehr niedrige Trefferwahrscheinlichkeiten. Das war aber trotzdem ganz gut getroffen. Ja, und Behemoth? Hier hast du immer noch eine direkte Feuerlinie.
ECM-Mac gegen ECM-Mac, da hat meiner leider noch nicht gewonnen, aber wir werden das Ding jetzt halt einfach mal schreddern. Die Raketen, das sollten ja wohl irgendwie ausreichen. Vielleicht. Na, schade. Fürs ECM zerstören das nicht vielleicht. Die haben Drohnen auf dem Feld, Boss. Die sehen aus wie aus Zeiten des Sternenbundes. Sie hatten recht, Doc. Drohnen. Also Panzer. Ist okay. Aber das ist unglaublich. Die müssen sich ja seit Jahrhunderten im Ruhezustand auf dieser Plattform befinden. Sehen Sie, wie neu die alle aussehen? Das sind zwei. Sie sehen neu aus und das ist schlecht. Ich schätze, in 20 Sekunden reißen die uns die Ärsche auf. Nee, tun sie nicht. Pessimistin, ey. Darum kümmern wir uns, sobald das aktuell wird. Commander, die Zeta-Lanze bleibt ihr Primärziel. Falls die Drohnen auf sie feuern, beseitigen sie sie. Sonst kümmern sie sich um diese Max. Jo. Das war auch mein Plan. Der Spur mir jetzt ein bisschen vor und schöne Camo hat er da drauf. Das wollte ich auch noch gemacht haben, meine Max ein bisschen umfärben. Das wäre schön gewesen. Der Locust. Sie erweisen sich tatsächlich als smart, die Gegner. Das ist ein bisschen überraschend. Der Kentaro. Geh eine Runde spazieren, ist auch nett. In den Rücken, die gehen alle in den Rücken. What the fuck? Ist auf einmal die Smartness ausgebrochen, meine Gegner. Also muss ich ein bisschen wieder auf Distanz gehen mit meinen Angriffen. Der Vulkan, der geht auch auf Distanz. Ruthless. Hat der Flamer verfehlt oder ist die... Was ist mit der Hitze? 260 Tonnen Fahrzeuge, da können wir noch mitleben. Ich hätte gerne noch eine gegnerische Mech-Lanze gehabt. Oh, Bullet Trap, wie weit kannst du ran? Du bist bereit für Befehle. Moving to position. Mal ein bisschen schneller. So, schaffst du es mit einer Salve dem Flur den Locust den Arsch aufzureißen? Jo! Komplett Oberkörper zerfetzt. Mittlerer Torso, linker Torso, rechter Torso, alles weg. So, der Kintaro, der hat zu viele Beine. Das rechte Bein und den rechten Torso zerstört. Munitionsexplosion, Seitentorso und Sturz. Rechten Seitentorso noch weg, dann könnten wir den Piloten vielleicht töten. Ein Kintaro kann man nämlich eigentlich auch so immer gut nehmen, ne? Dreh dich ein bisschen und gehst auf den Seitentorso. Der Center hat noch prinzipiell genug. Es ist ein bisschen Glücksspiel. Pilot kampfunfähig, hervorragend. Also 4 HP haben sie scheinbar alle. Mein Zug. Commander. Behemoth. Affirmative. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. So richtig gemütlich, so ein bisschen watschelnd der Stalker. Der Raven. Kriegt nur, oh Gott, ja, der steht dann jetzt halt. Stimmt nicht. So wenig Raketen, die den Center erwischt haben. Aber ECM ist zumindest hinüber. Das ist schon mal sehr nice. So, ein bisschen vorspulen hier. Das muss ratzfatz jetzt alles geschehen. Ausweichen von Schanz. Der Vulkan geht ran, schießt von hinten auf den Grappling. Er macht halt nichts. Ach, hat er sich jetzt aufgehitzt oder was? Ne, Hitze-Level scheint ja fast auf 0 zu sein. Nicht fast, es ist auf 0. Es sei denn, meine Sensoren können das nicht anständig erfassen. So, Mageras. Mal gucken. Unwegsames Gelände ist halt hier zwar. Ah, du kannst ruhig mal versuchen, so einen Kopf wegzuschießen. Ne? Ab in die ECM-Bubble. Im Moonwalk. Der Center. Der würde einen Gauss-Treffer aushalten. Ah, nur mit den MGs den Kopf getroffen.
Ja, Commander. Rimsless. Kannst du das leider nicht. Okay, von hier kannst du auf die Raven schießen. Machst ein bisschen Moonwalk. Das ist einer meiner Lieblingsmoves bei dem Max. Schön, langsam, ruhig, behutsam. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Entweder stirbt der Pilot jetzt, weil der Center explodiert oder weil der Kopf weg ist. Ja, der Center. Und der Seitenton. I hope we can salvage that. Ne, vier hast du davon nicht übrig gelassen. Yes, Commander. Die Gauss hat verfehlt. On my way. Wir laufen einfach ein Stückchen vor. Wir ertragen jetzt den Schaden einfach mal. Und warten auf die Drohnen. Ganz easy. Wappnen, kannst du runterkühlen. Standing by. Ohne Crap, du hast halt echt nichts, womit du entspannt auf den Kopf zielen könntest, ne? Die Small Laser, die würden gehen. Aber haben wir da noch genug über, dass gleich jemand mit Machine Guns... Nee. Oh, du bist auch ganz schön warm. Kühl einfach mal runter. Ein bisschen näher. Ach Mist, dann hätte er auch ein bisschen näher rangehen können. Gegnerischer Zug. Der Vulkan fliegt hinter den Atlas. Nee, hinter den Stalker. Junge. Obwohl ich Heavy Metal seit Donnerstag ein bisschen spiele. Ich habe jetzt diesen Flashpoint dann noch nicht gemacht, weil ich das vorher noch nicht wusste, wo man den findet. Auf jeden Fall, die ganze Zeit haben die Gegner nicht so agiert, dass sie von hinten auf die Rückenpanzerung gehen und so. Man muss jetzt tatsächlich seine Reichweite ausspielen. Nice. Na, was für 60 Tonner erwarten uns da wohl? Ready for orders. Bullet Trap. Confirmed. Du kannst dich auf jeden Fall so aufstellen, dass du hier dem Gegner entgegenblickst. Ich hab was im Auge! Oh Gott, wenn einem das mitten in dem Mech-Gefecht passieren würde. Wappnen. Mangeras. Stell dich vor den Vulkan. Ey, wenn das in einem echten Gefecht passieren würde, rückwärts auf den Gegner zu laufen, voll im Umdrehen und ins Auge. Ja. Was ein Schwachkopf, ey. Auf den Kopf, please. Die Gauss ging in die Karpaten. Kopftreffer, Pilot verletzt. Da steht Kopftreffer, Pilot verletzt, aber das ist fast nichts von der Panzerung. Ne? Das ist echt weird, ganz ehrlich. Du kannst sie aber nicht von vorne erwischen. Position confirmed. Wir verletzen den Piloten einfach weiter. Jetzt kriegt er ein Bein amputiert. Ein Bein hat 50 HP. Der Vorrang. Rechtes Bein und rechter Torso. Also jetzt mindestens 3 Schadenspunkte am Piloten. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch den linken Torso. Ach, hervorragend. Das hatten wir vorher doch schon einen MG-Treffer. 4 HP weg, Pilot tot, wunderbar. Dann können wir gleich den Vulkan looten. Nice! Der dritte, insgesamt der vierte Heavy Metal Mech, den ich dann habe. Der dritte in diesem Battletech Flash. In dieser Flashpoint-Kampagne, meine Güte. Nicht wahr, Tim Bensko, wenn Worte meine Sprache wären. Ich sehe hier nicht, wo der Gegner jetzt gerade was macht. Mittlere SBVS, Sternbodenverteidigungsstreitkräfte. Impulslaser. Warte mal. Ach Mist, es ist die letzte Runde hier. Receiving you. Weißt du was, dich baller ich mit meiner Newtek in den Boden. Airbags 20 und Snapnose PPCs. Einmal zerfetzen, bitte. Wow! Surprise, er ist tot. Sehr nice. Ein Fahrzeug weniger. So, bis dahin, ab in die ECM-Bubble. Mangeras liebt den Moonwalk. Schaut ihn euch an. Bravourös, wie er das schafft. Und dieser... drumherum. Meine Impulslaser! Ich habe davon sogar noch ein paar auf Lager, Digga. Ein paar mehr. Ja, so viele mehr auch nicht.
Aber es ist schön, dass man die Teile jetzt überall kaufen kann, die Waffen. Aber es ist echt teuer. Commander? Commander? On my way. Sie läuft vorwärts. Nicht so der Moonwalk-Fan wie Mangeras. Und Wappenen. Gegnerischer Zug. Komm her, du kleine süße Drohne. Brumm, brumm. Das Geile ist, die Pulslaser müsste man jetzt eigentlich auch looten können. Da sie aus in einem Fahrzeug drin waren. Was in einem Fahrzeug steckt, kann man auch rausholen. Ach, ist das jetzt euer Ernst? Er fährt nicht näher ran. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Drohne eine gute KI hat, aber nein. Hab die letzten Tage 40 Millionen für Items ausgegeben. Oh, Alter. Aber es ist auch geil, die neue Technologie. Hast du schon irgendwo Inferno-Munition gefunden? Weil darauf warte ich ja noch. Ich habe noch keine Inferno-Munition entdeckt. Alle sprinten, das spule ich auch nochmal vor hier. Good to go. Miau. Wie der Stalker läuft, das erinnert mich so ein bisschen an die Morphles. Das ist Kinderserie gelöst beim Sandmännchen. Guck immer mit meinen Kindern Sandmann. Und die Morphles, die laufen so wie der Stalker. Wenn in normaler Geschwindigkeit, nicht schnell. Morphles können sich nicht schnell bewegen. Gegnerischer Zug. Komm, show me what you've got. Kommst du bitte näher, kleine sexy Drohne. Oh, es reicht noch nicht, verdammt. Bullet Trap. Ja! Nee, leider nicht. Ich hoffe noch immer auf Inferno Mummi, Juni und Flamme zusammen und deiner Koch. Ja. Ah, Inferno Munition, das ist ja so schön. Hervorragend. Mission abgeschlossen. Jetzt können wir looten. 23:56 Uhr. Es hat geklappt, Commander. Ich werde die Kampfcomputer der Zeta Lanza anzapfen. Wenn Fahrer Captain Magorians Bunker findet, kann es losgehen. Ich werde tun, was ich kann, aber im Moment haben wir dringendere Sorgen. Nein, das ist der Job, Doktor. Ja, Darius, das weiß ich. Aber die Plattform, die Drohne gestartet hat, war von der SPVS, die Sternbund-Verteidigungsstreitkräfte. Da ist drei Jahrhunderte lang nichts passiert und zufällig ist sie gerade jetzt aktiv geworden, wo wir alle um ein Schiff aus dem großen Jenseitigen kämpfen. Seltsame Sache, finden Sie nicht? In der Tat. Denken Sie, das hat etwas mit dem Wrack zu tun? Glauben Sie nicht? Okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, es fehlt ein Wort, sorry. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, über die Drohnen zu sprechen. Wir kehren in den Orbit zurück und weinen Shugo Yamaguchi in die Geschehnisse hier ein. Ich habe es versucht, er ist verhindert. Aber Sie sollten wohl sowieso wieder hochkommen. Ich habe etwas, was Sie sehen sollten. Mission successful. Mission erfolgreich. Ich finde, man sieht immer dämlich aus. So vor der Kamera, wenn man trinkt mit der Flasche im Gesicht oder mit einer Dose oder so. Im Tabletop pro Rakete, was trifft zwei Hitze? Da wird sogar ein Javelin gefährlich. Pro Rakete zwei Hitze? Also wenn du mein LM60 Stalker, wenn alle davon treffen würden und das mit Inferno-Munition, dann wären das halt 120 Hitze? Alter! Ja, habt ihr gut gemacht. Guten Job hier. Habt ihr erledigt. Ich hab die ja. So. Vulkan. Nice. Und es sind. Nee, es ist nur ein Teil nicht mehr geworden. Jetzt mal eben schauen. Medium Laser SM. Es sind keine Pulslaser. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe Panzer mit Pulslasern zerstört, also will ich auf fucking Pulslaser enden. Normalerweise gibt es die Waffen aus den Fahrzeugen, die man kaputt macht. Dann nehme ich jetzt halt. Raventile mit. Locus. Den Raventile nicht. Locust, etwas, was man ins Lager stecken und verkaufen kann. Kinderrohr ist dann fertig. Bestätigen. Wir wollen eine Raff-Raff-Raff-Kohle. Schaff, schaff, schaff. Der Raven kommt trotzdem mit. Das ist wundervoll. Das ist eigentlich fast alles, was es gab. Oder ist das wirklich alles, was es gab? Ich habe gar nicht geguckt, wie viel es da gab. Aber 27 Items als Loot, das ist schon massiv. Ich werde den Stream jetzt aber gleich beenden, damit ich morgen halt auch tatsächlich gut Auto fahren kann. Wir gucken uns noch in Ruhe an, was die Phase ist. Morgen Abend gibt es dann den nächsten Stream, das aber erst so ab. Je nachdem, wann wir zu Hause sind, so 10, 11. Ne, zwischen 9 und halb 11, sag ich mal. Und kommende Woche geht er dann zwischendurch weiter. Ich muss das Eevee im Wechsel koordinieren mit MacWarrior 5 Mercenaries Vorbesteller-Beta. Und das wird allerdings wohl immer abends erst ab 10 Uhr sein, dass ich dann streame.
Aber es wird geil sein. Ja, das wird es. Und jetzt müssen wir nur noch mit dem Laden fertig werden. Ich möchte meine Beute und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Erzählt mir alle ein bisschen was ihr so entdeckt habt. Was mag es wohl sein, dieses Raumschiff? Wobei, das frage ich mich wirklich. So vollgestopft mit moderner Technologie. Wem das wohl gehört? Der Vulkan ist ein der 2T-Vulkan ist ein sonderbarer Mech, der vorrangig für Unterstützungsangriffe entwickelt wurde, aber auch mit einer AK-2 ausgestattet ist. Einer der Waffen mit der größten Reichweite, die es gibt. Mech-Krieger entscheiden sich normalerweise lieber für mehr Rüstung oder andere Waffen, die besser zu den Nahkampfstärken des Vulkan passen. Okay. Lokus, bla bla, Kintaro 18. Eine wahre Bestie auf dem Schlachtfeld. Für seine Größe ist er schwer gepanzert, bla bla. Mech-Krieger, sammeln Erfahrung, Darius, du nervst. Vulkan, erstmal einlagern. Ich muss gucken, gegen wen ich dich austausche. Alles ab ins Lager. Beute, Beute, Beute. Loot, Loot, Loot. Orks, Orks, Orks. Okay, Maya, was ist denn so wichtig? Erinnern Sie sich noch an diese Plattform im Orbit, die von der all diese Drohnen gestartet waren? Die versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Dieses verdammte Ding hat unser Kommunikationssystem 5-mal angepingt, seitdem sie die Oberfläche des Planeten verlassen haben. Ich bin mal kurz still, damit das auf sie wirkt. Hat die Plattform automatisiert? Was? Willst du mit uns reden? Weil dann bitte, legen Sie sie auf den Schirm. Wenn Sie das sagen, Commander, ich stelle Kontakt zur 300 Jahre alten Waffenplattform her. Anstellen, Leute, gleich wird's verrückt. Oh. Der Bildschirm leuchtet in einem kühlen Blau, während Sumire die Verbindung herstellt. Das Bild flimmert noch einmal kurz, bevor Sie eine Ihnen unbekannte Landschaft erblicken. Muss ich dahin? Also entweder ist das da gerade das Ziel, wo ich den Typen rausholen will, oder das hier ist ein Depot. Ein Versteck getarnt ist. Unbekannte Orbital-Drohnenplattform. Es ist tatsächlich ein Computer, der mit mir redet. Ein fucking Sternbund-Relikt. Mangiras Marauders, Führungsstab. Markus Mangiras Warboss, Commander. Darus Oliveira, ausführender Offizier. Dr. Farah Murat, technische Abteilung. Yang Vitanen, leitender MacTech. Sumire Meyer, Pilotin und Navigatorin. Ist dieses Manifest korrekt, Commander? Warboss. Das sind wir. Mit wem oder womit sprechen wir? Das ist tatsächlich die KI der Verteidigungsplattform. Ich muss nebenbei hier. Meine offizielle Bezeichnung lautet SBVSPT Hamhilf. Ich bin das letzte noch funktionsfähige System von Projekt Triage. Am 12.06.2765 von Major General Jeremy McLean, der 19. ABLVI Korps, in Dienst gestellt. Ich wurde außerdem programmiert, auf die folgenden informellen Bezeichnungen zu reagieren: humanitäre Hilfe. Muttertier, Moderbjörn, sehr schön. Sie können all diese Bezeichnungen für mich verwenden. Moderbjörn, was heißt das? Moderbjörn, schwedisch-deutsche Übersetzung für Mama Bär. Das ist eigentlich sogar echt niedlich. für eine fucking Drohnenplattform. Oh mein Gott, was wir hier gerade erleben, ey. Das ist ein geiler Story-Schnipsel, ganz ehrlich. Und das finde ich halt, das ist ziemlich, ich bin gerade wirklich schwer begeistert. Ich meine, klar, mit den Clans und so, das wäre cool. Wir wissen, dass die Clans nicht kommen. Aber, dass man es mit Sternbund-Relikten zu tun bekommt, auf diese Art und Weise, das finde ich richtig geil, mal im Ernst. Mama Bär, ich glaube, dieser Name sollte mich menschlicher machen. Er passt auch gut zu meiner primären Aufgabe. Katastrophenopfer aufsammeln und beschützen. In diesem Fall, metaphorisch gesehen, meine Jungen. Smarte KI. Leute, wir haben hier einen Gewinner. Aber ich behalte mir das Recht vor, es Mama Bär zu nennen. Nachdem wir uns jetzt alle vorgestellt haben, wüsste ich gerne, warum ihre Drohnen auf meine Lanze geschossen haben. Die fortwährende Verteidigung von Neu-Vulki gehört zu meinen tertiären Aufgaben. Ihr Feuergefecht in den Ruinen zwang mich dazu, einzuschreiten. Ich bedauere jegliche Schäden, die meine Drohnen ihrer Kompanie zugefügt haben und hoffe sehr, dass die Umstände unseres ersten Aufeinandertreffens sich nicht negativ auf unsere zukünftigen Beziehungen auswirken werden. Oh mein Gott, wie menschlich diese KI einfach ist. Gegenseitig helfen. Sie wollen unsere Hilfe. War ja klar, jeder will irgendwas, selbst ein uralter Computer. Natürlich bedeutet es das, Maya. Das ist eine Universalkonstante. Sagen Sie uns, was Sie brauchen, Mama Bär. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja zusammen. Seit einem halben Jahrhundert steuere ich ein verlassenes Raumschiff, die Dobrev, Richtung Tarragona.
Am Vorabend ihrer Ankunft verschwand sie plötzlich. Ich vermute, dass die Organisation, gegen die sie gekämpft haben, dafür verantwortlich ist. Ich muss herausfinden, wohin sie das Schiff gebracht haben. Es ist unerlässlich, dass ich dieses Schiff wiederfinde. Oh mein Gott. Ich kriege einen Auftrag von einer alten Sternenbund-Verteidigungsstreitkräfte Drohnenplattform. Von Mama Bär. Wir sind hier, um Captain Gargo McGorin zu retten. Er wurde von den gleichen Leuten gefangen genommen, die das Wrack geklapert haben. Dann ergänzen sich unsere Ziele, Doktor. Ich schlage vor, dass wir unsere Ressourcen kombinieren, um sie zu erreichen. Wir wissen noch nicht genug über sie, um ein Bündnis in Betracht zu ziehen. Wenn sie unsere Hilfe wollen, werden sie ein paar Fragen beantworten müssen. Mal angenommen, wir würden ihnen helfen. Was springt für uns dabei raus? Ach, ey, ganz ehrlich, scheiß auf das, was für uns dabei rausspringt. Ich will mehr über diese Plattform wissen. Ein paar Fragen beantworten. Wie gewünscht, Commander. Wie Sie wünschen, Commander. Ich werde mein Bestes tun, Ihnen zufriedenstellende Antworten zu geben. Sie sagten, Sie wären entworfen worden, um Überlebende eines Unglücks zu beschützen. Wie genau sollte das geschehen? Echte künstliche Intelligenz ist heutzutage doch quasi ausgestorben. Sind Sie das etwa redig mit einer SBVS-KI? Okay, Moder Björn, reden wir mal darüber, wie diese Partnerschaft funktionieren würde. Ah, erstmal, wie sie die Leute rettet. Wenn Projekt Triage wirklich in großem Umfang eingesetzt worden wäre, wären Humhilf-Plattformen. Humhilf, das finde ich ein bisschen. Das ist sehr holprig. Nennen es Hilfsplattformen. Humanitäre Hilfeplattformen. Über alle großen Bevölkerungszentren entlang des Gänzgebiets errichtet worden. Im Falle einer Katastrophe wären solche eine Hilfe aktiviert worden, um die Schäden zu analysieren und Überlebende zu retten. Die verbleibende Bevölkerung wäre dort sicher gewesen, bis der Sternenbund Hilfsmaßnahmen eingeleitet hätte. Klingt teuer. Zweifellos. Und wie die Geschichte bewiesen hat, auch fehleranfällig. Meine Schützlinge, die damaligen Überlebende der Katastrophe von Neuwulki, sind längst tot. Ich konnte sie nicht beschützen und als ich um Hilfe rief, kam niemand. Ach, das ist schon ein bisschen traurig. Angesichts des Falls des Sternenbundes glaube ich das nicht. Es tut mir leid, Moder Björn. Ich danke Ihnen dafür, Doktor. Benötigen Sie noch etwas anderes? Ja. Rede ich mit der SBVS-KI? Nicht ganz. Ich wurde entwickelt, um menschliche Intelligenz überzeugend zu imitieren. Deshalb bin ich auch in der Lage, mich neuen Situationen anzupassen und aus meinen Fehlern zu lernen. Meine Fähigkeiten sind jedoch im Vergleich zu einer echten SBVS-KI absichtlich eingeschränkt. Ah, okay. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand diese Ressourcen investiert, um einer Maschine Intelligenz einzuhauchen und sie dann absichtlich stilllegt. Die Zeit des Sternenbunds war wirklich verrückt. Okay, Bruder Björn, reden wir mal darüber, wie diese Partnerschaft funktionieren würde. Erzähl. Ich werde meine Kampfdrohnen aussenden, um sie zu unterstützen. Im Gegenzug gewähren sie mir Zugriff auf die Computersysteme der Baumann Group, nachdem sie Captain Morgan gerettet haben. Diese Übereinkunft sollte für Sie und Ihre Kompanie von Vorteil sein. Ich verlange nichts von Ihnen, was Sie etwas kosten würde. Klingt vernünftig. Wie genau würde diese Hilfe aussehen? Ich könnte meinen Drohnen den Angriff auf eine der in der Nähe befindlichen Rüstkammer befehlen. Das sollte reichen, um die Gefängnisgarnison wegzulocken, sodass eine leichte mobile Lanze Captain McGorion retten könnte. Ich könnte den Captain auch selbst befreien, aber ihre Lanze müsste den Lockvogel spielen. Wenn sie sich für diese Option entscheiden, empfehle ich den Einsatz ihrer schwersten Battlemechs. Ihr wisst, wofür ich mich entscheiden werde. Moder Björn soll die Garnison ablenken, während ihre Lanze Captain Morgan befreit. Ihre Drohnen sollen ein Ablenkungsmanöver starten. Wir entsenden eine Speerlanze, um den Captain zu befreien. Oder Moder Björn soll sich um die Befreiung von Captain Morgan kümmern, während ihre Lanze die Garnison ablenkt. Unsere schweren Mechs werden die Rüstkammer angreifen und den Feind zu uns locken. Ja! Sorry, ich bin... Ach, endlich mal eine Mission, die sagt, ja, nimm was Fettes mit. Fuck yes. Mach ich eh schon die ganze Zeit. Aber diesmal werde ich dazu ermuntert, aufgefordert, jetzt gezwungen fast. Interessante Wahl. Dafür hätte ich mich nicht entschieden, aber Sie sind der Boss. Ihre Entscheidung wurde registriert, Commander Warboss. Während Ihre Lanze die Garnison beschäftigt, werden meine Drohnen Captain McGorin befreien. Ich bin echt gespannt, ob dann so einer dieser Drohnenpanzer vor dem Gebäude steht und sagt, ja, Sie können jetzt rauskommen. So mit der Moderbjörn-Stimme, was auch immer. Ich werde ihn lebendig und unversehrt zu Ihnen bringen. Dann ist es besiegelt. Wir haben einen Plan. Legen wir los, Commander. Verschwenden wir keine Zeit. Fuck, ich würde so gerne weitermachen, ne? Das wird bestimmt lange dauern. Oh, nochmal 6 zu 27 Beute.
Aber das machen wir morgen Abend weiter. Hey. Bist du begeisternd, ey. Yes, Commander. Du auch. Also da hat sich nichts geändert an der Auswahl. Mal schauen, ob der Laden noch was mit sich bringt. Sehr viele Mech-Teile, Waffen, Standard-Heatsink. Nur Granatwerfer. Will ich aber noch immer nicht kaufen. RBX-Munition. Na okay, also an dieser Stelle. Speichern. Mit Wuhu! Ich finde das unfassbar geil. Meine Fresse, was ein geiler Flashpoint. Was eine geile Flashpoint-Story. Eine Sternenbund-Verteidigungsplattform quasi. Eine humanitäre Hilfsplattform der Sternenbund-Verteidigungsstreit.